Hallo, ich bin der Gamebob und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker Second Quest mit Tingle Tuner Teil 43. Wir sind immer noch hier auf Antropia und wollen uns tatsächlich jetzt in diesem Teil der Fotoquest weiter widmen. Ja, für Leute, die es vielleicht im Hintergrund hören, es könnte ab und zu mal etwas pfeifen. Das liegt daran, dass es draußen gerade sehr windig ist, aber ich gerade einfach Zeit habe, den Teil aufzunehmen. Deswegen, ja, muss man da wohl das damit vorlieb nehmen. Obwohl der Filter von OBS, der Geräuschfilter sehr gut ist tatsächlich. Yay. So, dann schauen wir doch mal. Erst muss ich ja warten, bis es Nacht wird, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich werde nämlich jetzt die ganzen Bilder kaufen vom Fotohändler, die man anderweitig nicht kriegt, weil dann habe ich die mal. Jetzt wird das kürzer, weil ich musste meinen Rechner neu aufsetzen aufgrund von verschiedenen Problemchen, unter anderem Grafikkarten, Treiberprobleme, die dafür gesorgt haben, dass ich das Cyberpunk Let's Play dann quasi pausieren musste. Deswegen, ich habe gar nicht geschaut, welche Mondphase wir haben. Egal. Für wahr, deine Fotobox ist wirklich von ganz fabulöser Qualität und gar meisterlich verarbeitet. Früher hatte ich genauso eine. Zu gern hätte ich sie mit der deinen verglichen. Ich glaube, ich habe nicht geschaut, welche Mondphase das ist. Vollmond. Gibt es überhaupt Vollmond was? Okay, das sollte eigentlich gehen, laut der Lösung. Bei Vollmond müsste man eigentlich ein Bild erhalten. Schauen wir mal, vielleicht, wenn ich ihn zweimal ansprich. Oder ich muss die Fotobox vielleicht raustun. Willst du mir das schenken? Danke, aber dann habe ich keinen Bedarf. Nein? Okay. Muss ich ihn vielleicht von hinten ansprechen? Ach, da. Hohoho, alles herrliche Aufnahmen, nicht wahr? Aber du brauchst doch nicht so zu erschrecken, Freund. Gräme dich bitte nicht weiter. Es ist nun mal eine leidige Berufsangewohnheit, mich unbemerkt an meine Motive ranzuschleichen. Übrigens, die Lichtbilder hier habe ich alle in meinen Jugendjahren gemacht. Und sie sind mein ganzer Stolz. Ich bin nämlich noch, als ich nämlich noch jung war, bevor ich das große weite Meer immer mit dem Finger am Auslöser, damit mir auch ja kein sensationelles Motiv entgeht. Aber überzeuge dich ruhig selbst. Auf was auf dem Lichtbild wohl zu sehen? Eine Lebensform namens Schleim, jawohl. Da ihr heilsame Kräfte zugesprochen werden, wird sie unter Seemännern als wertvoller Proviant geschätzt. Besonders der blaue Schleim ist nur sehr schwer anzutreffen. Ihn vor den Suche zu bekommen, ist wahrlich die Ausnahme.
keine schlechte Aufnahme, was? Wichtig beim Lichtbild ist es, nicht zu nah ranzoomen, es darf aber auch das Motiv nicht zu klein geraten. Das richtige Maß zu finden ist wichtig, ja, aber... Ein Lichtbild. Das habe ich auf einer kleinen abgelegenen Insel im Südosten von hier fotografiert. Eine gelungene Aufnahme, nicht wahr? Vor der Tür stand ein stolz aussehender Verwalter, so dass ich ganz hingerissen war auf den Auslöser. Also, das ist so, dass ich ganz hingerissen auf den Auslöser gedrückt habe. Ich frage mich nur, wem dieses Anwesen wohl gehört. It's a Mainz. Ein großartiges Lichtbild. Da stand plötzlich dieser ominöse Turm auf hoher See. Seltsam, wirklich überaus seltsam. Ob er wohl noch immer da steht, ich würde ihn zu gerne noch einmal ansehen, sollte ich je die Gelegenheit dazu haben. Ein Lichtbild dessen Motiv, das sehr vertraut ist. Sehr gelungen, die Aufnahme, nicht? Sie zeigt das schöne Präludium und ich habe sie gemacht, als ich noch jung war. Es war ein wirklich idyllisches Fischerdorf, so reich an vielfältiger Natur. Und ein bezauberndes Mädchen gab es dort auch. Aber die Zeit wird wohl auch an ihr nicht spurlos vorübergegangen sein. Wenn man davon ausgeht, dass er alt ist, dann könnte natürlich links Großmutter meinen. Mir ist gerade was aufgefallen. Moment. Haha. Eine Sache, die mich am Obsthaus-Gang ein bisschen nervt, ich vergesse ab und an mal. Klick. Schauen wir, ob die Aufnahme abkackt. Bug hat sie tatsächlich. Hä? Das sollte nicht passieren. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Moment. So. Es ist genau das passiert, was ich erwartet habe. Und zwar, ja. Meine Capture hatte das nicht gemocht, dass ich die Bildeinstellung geändert habe. Weil, ja. Ist es so, das war auf 2x im Bob-Modus eingestellt, das flackert leicht und es gibt mir nach einer Zeit dezent auf den Sack. Nee, egal, so. Was ist auf dem Lichtbild wohl zu sehen? Vor langer Zeit soll mal ein Schiff gesunken sein und als ich auf See war, da schien es plötzlich aus dem Nichts. Es ist wahr, ich habe es mit meinen eigenen Augen weit in der Ferne gesehen, völlig durchscheinend und unheilvoll war es. Denn als Geisterschiff wird es jetzt das Meer. Und erzählt sich, dass es einen Mann gegeben haben soll, der den Kurs des Geisterschiffs beobachtet und davon eine Karte angefertigt hat. Doch kaum hatte er die Feder abgesetzt und die Karte vollendet, soll er auch schon verstorben sein, für war unheimlich. Wie auch immer, mit dieser Karte könnte man es vielleicht, könnte es einem vielleicht gelingen, in das Innere des Geisterschiffs zu gelangen und den dort schlummernden Schatz zu bergen. Ja, das ist tatsächlich der Gedanke so. Ein Lichtbild. Eine eigentümliche Steinstatue, nicht wahr? Die Insel, auf der ich sie fotografiert habe, wird Triangelinsel genannt. Sie befindet sich genau südlich von hier. Triangelinseln gibt es drei auf der Welt, eine im Norden, eine im Süden und eine im Osten. Und ja, eine solche Steinstatue findest du auf jeder von ihnen. Ein Lichtbild. Die verwunschene Bastion. Sie liegt nordwestlich von hier, jedoch hängen in letzter Zeit immer diese schwarzen Wolken über ihr. Wirklich unheimlich, kann ich dir sagen. Wenn du an deinem Leben hängst, Freund, dann tust du gut daran, dich möglichst von diesem Ort fernzuhalten. Ich spüre Böses dort. Böses, das nicht von dieser Welt ist. Höre auf meine Worte. Sehr schön. Hör mir zu, wenn du wissen willst, was ein gutes Lichtbild ausmacht. Dein Motiv muss vom Scheitel bis zu den Zehenspitzen im Suche zu sehen sein. Wenn du also so nah rangezoomt hast, dass
den Sucher schön ausfüllt, aber dennoch nichts abgeschnitten ist, dann drücke den Auslöser und du hast dein Bild. Der Mob, wusstest du, dass heute ein wahrlich denkwürdiger Tag ist? Heute vor langer, langer Zeit auf meiner unermüdlichen Mission, alle Geheimnisse der Fotografie zu ergründen, habe ich mein erstes legendäres Lichtbild gemacht. Ein legendäres Lichtbild ist ein Bild, auf dem ein Motiv zu sehen ist, das nicht von dieser Welt ist und die Vorstellungskraft der Menschen weit, weit übersteigt. Nur selten bieten sich Gelegenheiten für solch transzendentalen Schnappschüsse. Doch könnte ich mich wohl kaum einen Fotomeister nennen, hätte ich nicht eine stattliche Anzahl von den Anzahl solch grandioser Lichtbilder. Übrigens, da du dich ja auch ganz gar wie ich der Fotografie verschrieben hast, wäre ich durchaus bereit, dir generös eines meiner legendären Lichtbilder zu überlassen. Falls du also noch Platz in deinem Lichtbild in deiner Fotobox Deluxe hast, reich sie mir doch mal bitte kurz. Also dann, ich werde jetzt obgleich das Lichtbild in eine Fotobox speisen. Und ja, unter einer klitzekleinen Bedingung, die ich dir noch zu erwähnen vergaß. Immerhin handelt es sich um eine beispiellose Rarität. Das kann natürlich nicht ohne einen kleinen Obolus voranstatten gehen. 50 Rubine, muss dir das schon wert sein. Jo. Oh, besten Dank. Na, dann wollen wir doch mal. Ist es nicht ein grandioses Lichtbild? So, das war's. Du hast das legendäre Lichtbild für deine Fotobox Deluxe erhalten. Aber eigentlich ist für mich jeder Tag ein denkwürdiger Lichtbild-Gedenktag. Ich erwarte dich also morgen wieder. Ja, und so kriegt man dann die ganzen Bilder, die man nicht selber machen kann. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, rein optisch, doch noch umso Scan-Converter, die Farben sind ziemlich kräftig, aber korrekt in der Wiedergabe. Obwohl das Bild ein bisschen dunkel wirkt, auch in der Aufnahme, aber das wird nicht besser, wenn man es heller macht, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, es dunkel zu lassen. Der Mob, möchtest du wieder eines meiner kostbaren Lichtbilder kaufen? Heute habe ich ein Lichtbild einer großen Fee für dich vorbereitet. Genau, das kennen wir schon. Ja gut, 50 Rubine sind okay. Das ist nicht so übertrieben. Ist das nicht ein grandioses Lichtbild? So, das war's. Thank you.
ganze Neuaufspielen vom Betriebssystem hat jetzt natürlich auch mein OSSC-Video etwas ausgebremst, wobei ich nicht mehr so viel machen muss, um das fertig zu kriegen. Deswegen wird es bald endlich soweit sein. Bin ich auch froh, dann habe ich wieder Platz auf der Festplatte. Man sollte halt nichts Großes erwarten, aber hey, für könnte vielleicht für ein oder zwei Leute interessant sein. Oder gar nicht, je nachdem. Oder wenn er jetzt mal Figuren erstellt. Ich glaube, es sind aber bloß insgesamt sechs Lichtbilder, die man kaufen kann. Deswegen ist es nicht so tragisch. Okay, ich korrigiere, es sind eigentlich 7 Lichtbilder. Habe ich einen vertippt? Ja, ich hatte den Controller schräg auf dem Schoß und habe aber dann noch auf die Liste geguckt, deswegen ja. Ah, merkst du ja den letzten Zielort. Mal gespannt, ob da ein toller Spruch kommt. Oh, oh, oh. Welch inspirierendes Motiv. Nichts Besonderes, okay. Kann schon mal sagen, wenn ich das Spiel durch habe, dann kommt ein interessantes anderes Spiel. Ich glaube, die ganze Mini-Nintendo-Galerie ist eigentlich eine Anspielung darauf, dass es in Japan zu allem Bishoujo-Figuren und wie es auch heißt, also diese Anime-Figuren gibt. Da habe ich zwar auch eine Antwort, aber ja. Weil meistens ist es tatsächlich so, dass die weiblichen Charaktere witzigerweise besser aussehen wie die männlichen Charaktere. Also was so Figurendesigns angeht. Also,
Hier auf der Gamescom können wir ja schon einiges sehen, sagen wir es mal so. Und aus bekannten Kreisen. Da möchte ich hin. Ja, das nächste Spiel, was ich spielen werde, also nach Wind Waker, tatsächlich auch ein Gamecube-Spiel, aber ich glaube, davon gibt es noch. Also ich habe noch kein deutschsprachiges Let's Play zu dem Spiel gesehen. Zumindest nicht zu der Version des Spiels. Aber ich könnte mich auch irren, weil viele spielen dann irgendwie eine gemoddete andere Version. Aber, beziehungsweise nicht die Version, die ich spiele, sagen wir es mal so. Ich lasse es extra vage. Das ist quasi ein Spiel, das ich auf andere Art und Weise auch schon mal gespielt habe. Wir haben den Frodo. Ja, ich tue die ganzen Infotexte dann später vorlesen. Macht mehr Sinn. Zumindest muss man nicht die Fotobox abgeben und dann wiederholen, das wäre etwas nerviger. Es gibt Spiele, die machen dann so Sachen.
Ja, gut, jetzt muss ich eh 4 Nächte warten. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ich weiß, es gibt Interessanteres, aber man muss das mal machen dann, ja. Ich muss eh die Tage abwarten, damit ich dann quasi wieder eine Mondphase bekomme, wo ich dann das Foto kaufen kann. Zumindest kann man die Zeit vorspulen.
Der Wind ist gerade brutal am Pfeifen, deswegen sage ich gerade recht wenig. Müsste sagen, dass es wieder ein Bild hat, das man schon verkauft hat. Genau, da wiederholt sich es nämlich. Ja, für das Feenkönigin-Bild fehlt uns noch. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ist er gestorben? Er ist gegen den Busch gerollt. Sie mir wirklich gerade durch die Klappe durchgeflogen. Hm.
Oder es wird mal was. Dann fangen wir doch mal hier an. Große Fee, Herkunft Treppstieginsel. Besondere Fähigkeit, vermag zu neuen Kräften zu verhelfen. Sie vermag es, einen Helden mit mehr Kräften auszustatten. 7 von ihnen verstecken sich in jeder in einer Meeresregion. Ja. Feenkönigin, Herkunft Feenkordinal, Kordial. Besondere Fähigkeit, speist die Kräfte von Feuer und Eis in Pfeil und Bogen. Sie hat den Körper eines Kindes, doch ihre Persönlichkeit ist noch großartiger als die der großen Feen. Sie ermöglicht es, der Mob auch Feuer- und Eispfeile zu benutzen. Naja. Detaillierte Schuhe. König von Hyrule. Er war nicht in der Lage, sein Königreich Hyrule vor dem Übergriff des Bösen zu beschützen und musste dessen Geschick letztendlich in die Hände der Götter legen. Er tritt in der Gestalt des roten neuen Königs auf. Sein Name ist Daphnis Nohansen Hyrule und diesem würdevollen Klang wird er in Person allemal gerecht. Naja. Ich glaube, das waren hier alle. Ich glaube, Frodo ist da in dem Raum. Frodo, Herkunft der Walte der Kokiris, Charakter recht frech. Der Weiße vom Volke der Kokiri, der seine Gebete im Zephyr-Tempel darbrachte, soll dem Masterschwert die Stärke gehabt, das Böse vom Antlitz der Erde zu verbannen. Das war jetzt nicht sonderlich wichtig. Beziehungsweise interessant. Lad, Herkunft Dorf der Zora. Die Weiße vom Volke der Zora, die ihre Gebete im Terra-Tempel darbrachte und so dem Masterschwert die Stärke gab, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Ach, ist nicht sie. Das wird so durch den sonstigen Dialog nicht ganz klar. Fehlt auch noch eins. Ja, genau, das dürfte wahrscheinlich dann der eine sein. Thank you.
Ganondorf, Stützpunkt Ganons Kastell. Wirksame Waffe Lichtpfeil im Masterschwert. Er ist der Erbe des Triforce der Kraft und Befehlshaber über Horden von Monstern und Ungeheuern. Selbst für den heldenhaften der Mob ist es aussichtslos, sich ihm ganz alleine zu stellen. Er wird auf jeden Fall einen Partner brauchen, um diesen Kampf zu überstehen. Spoiler. Dann fehlt nur noch der große Jabu. Jabu, Jabu. Jabu, 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 Jabu. Schauen wir mal. Ich würde auch so schauen, wenn ich so aussehen würde. Jabu, Herkunft Ichstusk, Hüter des Wassers, keine Hyrodisch, sodass völlig unklar ist, was er eigentlich sagt. Ja, im ersten Spieldurchgang, aber nicht im zweiten. So. Aber an dieser Stelle beende ich tatsächlich den Teil. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Dann geht es tatsächlich mit der Hauptquest weiter, weil ich werde jetzt, glaube ich, nicht mehr viel einsammeln, wenn überhaupt. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal. Und das pfeift draußen immer noch anständig. Sogar so viel, dass die Dinge auslöst, die das rausfiltern nicht schlecht funktioniert von Störgeräuschen.